Als nächstes, beim Gang zum nächsten Postkasten, braucht er gar nicht mehr in das Fahrzeug einzusteigen, sondern er kann über sein Smartphone, in dem Fall ein iPhone, das Fahrzeug neben sich herfahren lassen. Das ist das System, das wir Follow Me genannt haben. Dabei folgt ihm das Fahrzeug auf einer imaginären Schulterlinie und würde ihn nicht überholen. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist. Falls vor dem Fahrzeug etwas ist, würde es einen Notstopp einführen. An der nächsten Station sehen Sie das Thema Domatic 2. Dort haben wir den Zugang zu dem Laderaum von der Fahrbahn abgewandten Seite so konzipiert, dass er groß und weit offen ist. Dafür haben wir extra die B-Säule nach innen verlegt, um weitere Zugangsmöglichkeiten noch zu ermöglichen. Mit dem DriveStick kann der Fahrer auch bequem, ohne wieder auf den Fahrersitz rutschen zu müssen, jetzt von Hand das Fahrzeug über einen DriveStick, eine Art Joystick, steuern, komplett, und braucht damit auch nicht unbedingt wieder jetzt auf den Fahrersitz Platz zu nehmen. Die letzte Funktion, die Sie jetzt sehen werden, ist hier unten der enge Wendekreis, weil für innerstädtische Nutzfahrzeuge ist es wichtig, agil zu sein. Deswegen haben wir an diesem Fahrzeug einen Wendekreis von 8,50 Meter mitgegeben, den wir mit einem Lenkradeinschlag von 65 Grad realisiert haben. Konventionelle Fahrzeuge liegen bei einem Lenkradeinschlag von ungefähr 30 bis 35 Grad. Und Sie sehen, wie wunderschön das Fahrzeug hier um diesen Kreis herum fährt auf einem Wendehammer.